Ich bin der Stefan und mein Kanal Deep Orange beschäftigt sich mit dem Ausbau eines Kastenwagens zu einem Campervan. Die Idee dazu kam mir 2021 während der Corona-Krise. Ich glaube, da hatten viele die Idee. Ziel ist es, unabhängig durch Europa reisen zu können. Da mir so ein Ausbau viel Spaß bereitet, war ein neues Projekt geboren. Auf YouTube fanden sich schon sehr viele interessante Beiträge zu diesem Thema, die mir als Inspiration dienten. Ich werde euch wöchentlich über meine Fortschritte im Projekt informieren und euch auf den Laufenden halten. Ziel ist es, einen kostengünstigen, coolen Campervan zu bauen. Ein Blick in meinen Keller verriet mir, hier musst du erstmal Ordnung schaffen, sonst gibt das nichts mit dem Ausbau. Also handelt dieses erste Video nicht von dem Ausbau eines Campervans, sondern von dem Ausbau eines Kellers zu einer kleinen Werkstatt. Hier sieht man den Ursprungszustand meines Kellers. Steht halt sehr viel Material rum, was ich eigentlich so nicht mehr brauche. Das Fahrrad gehört auch in die Garage. Da habe ich einfach mal alles auf einem Haufen geschmissen, was auch so Füße weg musste. Das ist die Kettensäge, steht hier auch so einfach im Weg rum. Sehr unaufgeräumt das Ganze. Das Schweißgerät steht noch rum vom letzten Projekt. Das ganze Holz, was man so braucht, die Reste. Hier habe ich dann angefangen, schon mal die Sachen von links nach rechts zu räumen und auszusortieren und in den Weg zu stellen, damit man mal überhaupt sieht, was hat man denn überhaupt alles für einen Krempel. Es wurde eher schlimmer als besser. Jetzt habe ich hier die rechte Seite freigeräumt, die Pappe in die Garage gestellt, das Fahrrad ist in die Garage gekommen, einiges weggeschmissen, zur linken Seite umgeräumt, jetzt zur rechten Seite. Die Regale aufgebaut, die ich noch hatte. Hier sieht man, wie ich die Werkbank montiere. Das ist eine richtig stabile Konstruktion mit einem Eisenrahmen, wo eine monsterschwere Platte drauf montiert worden ist. Hier sieht man, dass ich links die Geräte schon mal ordentlich hingestellt habe. Und das ist das Ergebnis der Aufräumaktion und Umstellaktion im Keller. Hier ist die Werkbank, die ich mal günstig von Siemens bekommen habe, von der Auflösung an der Lehrwerkstatt. Meine alte Werkbank. Hier in die Ecke ist jetzt das ganze Kleinholz gekommen. Da stört's keinen und Kleinholz kann man immer gebrauchen. Hier habe ich auch etwas in dem hohen Regal aussortiert. Das sind ja die neuen Regale, wo ich mein Werkzeug untergebracht habe.
die Kanister weggestellt habe. Als Werkzeug sieht man zum Beispiel hier die Stichsäge, Heißluftgebläse, Winkelschleifer, so ein, ja, was ist das, Vibrationsschleifer, wie heißen die eigentlich richtig? Multitool, oszillierendes Multitool, meine Kreissäge, Werkzeugkoffer, das sind Spezialwerkzeuge für Autos, der Exzenterschleifer, diverse Werkzeugkästen, ja, ganz hinten sieht man noch eine, in dem länglichen grünen Teil eine Tigersäge. Ja, hier sind die Kettensägen-Sachen unten reingekommen. Ich weiß nicht, ob man das da hinten sieht. Die Kettensäge dahinter, hinter dem. Da sieht man noch das Blatt von der Kettensäge. Ja, hier ist der Rest drin. So Tapeziermüll, das was er so braucht, und hier habe ich dann halt noch so eine kleine Rumpelecke, wo so sich die ganzen Sachen verstecken, die man nicht wirklich täglich braucht. Dadurch, dass jetzt hier in der Mitte alles frei ist, ist das so eine schöne große Fläche, kann ich dort auch zum Beispiel die Bodenplatten vom Transporter zuschneiden oder die Seitenwände kann ich zuschneiden. Also werde ich hier schön im Trockenen ruhig arbeiten können, ohne dass ich gestört werde. Ja, schreibt doch mal in den Kommentaren, was ihr von meiner Aufräumaktion haltet. Was hätte ich anders besser machen können? Habt ihr Fragen zu irgendwelchen Gerätschaften, die hier unten rumstehen, die ihr gesehen habt? Das war der erste Teil des Camper-Ausbaus. Als nächstes mache ich mich auf die Suche nach einem vernünftigen Basisfahrzeug. Ich halte euch natürlich hier auch auf den Laufenden. Also abonniert meinen Kanal, damit ihr nichts verpasst.